und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Hallo. So, genau. Schlafen. Och, lol. Aber du bist die Frau, das ist klar. Ist. Ey. Du nur beleidige, ja? So, moin moin. So, ich habe noch eine Sache, die natürlich wieder total dumm war. Und zwar hier oben bei den Kühen. Natürlich können wir hier nirgends was einfüllen, weil da keine Kühe drin sind. Ja, aber wer weiß. Ja. Weil Hofbergmann ist anders. Genau. Und inzwischen weiß ich auch, dass hier auf die Seite das Futter kommt. Auf die andere Seite hier kommt das Stroh. Das habe ich dir auch gesagt. Und hier an diesem Wassertank, da kommt das Wasser rein. Und hier kommt die Milch raus. Da kommt die Milch raus? Ja. Muss ich die dann mit dem Eimer rausnehmen, oder? Nee, wenn man die nicht aufheben kann, dann nicht. Dann kommt nicht. Dann muss man einfach mit dem Samen anfangen. Ein Fässchen anfangen. Okay, gut. Dann würde ich aber sagen, wir haben hier Heu drin, dann werde ich das Heu erstmal einlagern. Fährst du zum Händler und holst mal so einen Viehtransporter? Ja. Würde ich aber sagen, erstmal nur mieten, oder? Ja, wir brauchen ihn dann jetzt nur einmal. Viel Geld haben wir ja auch sowieso nicht. Wir haben ja noch Heu, oder? Ja, wir haben noch Heu. Das liegt, ein bisschen liegt noch auf der Weide. Wo du gemäht hast. Gut. Wenn man das Weide nennen kann. Gut. Der kippt es hier rein. Kommt den Heuschober. Ist sogar hier mit animiertem Füllstand. Ist sehr nice. Und dann hole ich mal noch das Restliche rein. Mhm. Und dann wäre es gut, wenn wir heute uns noch... Warte mal, dein Ladewagen steht auch noch beim... Dein Ladewagen steht auch noch beim Viehhändler, oder? Aber der macht, glaube ich, erst um 9 auf. Ja. Okay, gut. Das machen wir dann später. Ich kann ja gleich nochmal gucken. Der Händler hat noch. Ich warte kurz. Wegen? Ja, kannst wegen Shop. Aber der macht in 6 Minuten auch. Ach so. Hinten am Wald hattest du schon alles aufgesammelt, ja? Einmal außenrum. Einmal außenrum bin ich, ja. Okay. Brauche ich da nicht mehr lang tuckern. Jo. Und natürlich, der Bergmann-Ladewagen hier war auch nur gemietet. Das heißt, den müssen wir dann auch wieder zurückgeben. Mhm. Hast du mich eigentlich auf Lautsprecher? Wie auf Lautsprecher? Mein Ton. Ich höre mich manchmal doppelt. Ich nicht. Okay. Nee. Ganz normal. Okay. Okay. Dann passt's. Passt. So. Also ich habe nochmal 9000 Heu drin hinten. Ach, jetzt öffnet er. Das sollte für die Kühe reichen. So. Machen wir mal weiter. Dann stelle ich dir gerade den oben hin. Dann kannst du nachher das Heu auskippen. Tiertransporte. Warte, dann nehme ich den Kriegel. Nee. Mit was bist du denn dort? Mit dem Auto? Nee, mit dem Traktor. Okay, dann kannst du den Kriegel nehmen. Weil ich habe festgestellt, bei einem Auto kannst du den Fliegel dranhängen, aber bei einem. Beim Auto kannst du den normalen dranhängen, den Fliegel aber nicht. Der Fliegel backt da nach unten in die Erde. Nicht so gut. Nicht wirklich. So. Ich mache gleich Attacke. Ich fahre dann schon mal den Ladewagen holen. Haben wir noch? Ja, wir müssen noch Stroh abfahren. Aber ich habe gehört, demnächst soll ja schon eine Version 1.001 kommen. Okay.
mit was? Bugfixes direkt. Und unter anderem werden da auch die Tiertransportkosten erhöht, wenn man die so liefern lässt. Ah ja, okay. Dann kaufen wir mal schnell noch ein paar Tiere. So. Gefährlich unterwegs hier. Warum? Nur so. War doch alles gut. Ja, deswegen sage ich ja nur so. So, wir müssten auch noch pflügen, gell? Dürfen wir nicht aus den Augen lassen. Das ist richtig. Und eine Bahn liegt noch auf dem Feld. Ja, ich hole jetzt gerade unseren Ladewagen. Dann könntest du, wenn den Bergmann zurückgeben, wenn das Heu ausgeladen ist. Mhm. Die Autos hier immer um die Ecke fahren. Ja. Fahren so weit in die Kreuzungsmitte und dann schieben sie das Heck rum. Mhm. Och, der hat. Oh, damn. Was? Das war jetzt wieder sehr intelligent. Na, ich habe gerade gesagt, wann der Viehhändler aufmacht. Hm? Ja, und wie viel Uhr haben wir? So intelligent. Du bist intelligent. Intelligent. Haben wir nur zwei? Ach, stimmt, der. Was mache ich denn dann? Ich könnte Wasser auftanken. Ja, hast du den Wasseranhänger schon geholt? Ja, den habe ich mit dem Okay. Hey, den wollte ich jetzt fahren. Ach, da ist er. Welchen hast du, den alten oder den neuen? Den was? Den John Deere Wasseranhänger oder den? Oder hast du den nur weggestellt? Den habe ich jetzt nur weggestellt. Okay. Ich mach den gerade mal voll. Ja. Wenn man noch fahren könnte. Das wäre schon schön. Okay. So, dann hole ich mal gerade noch. Haben wir eigentlich noch Felder? Wir haben nur die zwei, gell? Ja. Und das bei den Schafen gibt. Mit dem Viehtransporter hin. Ja, da oben bei den Kühen noch. Ach, du hast schon welche runtergefahren? Hochgefahren. Ja, hoch. Ich war hier immer zu schnell um die Kurve. Jedes Mal. Oh. Ein bisschen zu knapp. Wir sind einfach zu intelligent. So, ich würde den natürlich hier gerne mal schön einparken, das Schneider. Weißt du, wie du es noch schöner machen kannst? Ich zeig dir nur was. Kannst du ihn hier zum Beispiel wegfahren? Ne, passt doch. Ich wollte nicht querparken, gibt mir, lässt mehr Platz. Okay. Gehst du mal hoch und machst den Bergmann leer? Gleich. Ich fahre das Wasser hoch. Ja, ich will es schon mal abmachen. Das ist echt schon süß, der kleine Wagen. Ja, nur wenn du zu arg einlenkst, dann hat er keine Traktion mehr. Das ist ja alles nur Kulisse. Gut. Also heute müssen wir wirklich mal ein bisschen vorwärts kommen. Ranklotzen. Ja, komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen.
noch ein bisschen. Komm. Jetzt fahr rein. Ja, ja. Gut, passt. Machst du? Hab ich. Hast schon. So, dann wieder zu. Das waren alle, oder? Ja. Okay, perfekt. Kannst du ihn zurückgeben? Wen? Achso, okay. Nicht fast gespannt. Sagst du mir, wenn der Bergmann fertig ist? Mhm. Hoffen mal, da passt überhaupt 9000 rein. Nein. So, Tiere haben wir schon einiges. Was gerade so nicht? 5000. Ja, dann tu es unten in den. In den Trigger rein. In welchen Trigger? In den Heuschober. Ah ja, Bei Trocknung. Yep. So, ich geh mal gerade nach den Hühnern gucken, nach den Enten und Hühnern. Mhm. Muss man das hier auch so abklicken? Da kannst du einfach auf ein I drücken. Da gibt es dann einen Trigger. Ach, I? Ja. I. Oh, da steht schon eine Kiste Eier. Frische Eier. Ich nehme die gerade mal. 120 Stück. Ich bringe die gerade mal in unseren Verkaufsraum. Und guck, hier kann man das dann über das Rohr rausholen. Ja. Das ist nicht. Pack ich mal wieder rein. Mein Rohr. So. Wo müssen die Eier hin? Ja. Man kann sogar die Sprache ändern. Ja. Machen wir aus Trockenkammer. Und hier drunter sind praktischerweise die Pferde. So, das passt dann nicht rein. Ich stelle mal die Eier dahin. Oder müssen die dahin? Warte mal, da ist noch ein Drücker. Was? Ich weiß nicht, wo die Eier hin können. Oh, die Dame ist noch nicht da. Wir haben noch geschlossen. Sehe ich gerade. Ja, ich glaube hier. Okay. Gut. Das muss dann. Das wird dann heute Abend gekauft. Guck mal. Hm? Bin doch verdammt noch. Ja, das steht ja hier gut. Okay. Jetzt sitzen wir gerade wieder da und können nichts machen. Ich mache mal gerade hier bei den Schweinen zu. Du hast geladen, gell? Ja. Kannst du kurz vorspulen bis 9? Nee. Warum denn? Bitte die Anhänger aufräumen, solche Arbeiten erledigen. Ich hole jetzt gerade den Kram und mach mal beim Strom ein bisschen sauber. Mhm. Genügend zu tun. Warum ging das jetzt nicht? Guck mal, warte mal. Ich muss hier noch was zeigen. Alter, ist hier dreckig. Wer das wohl war? Was? Okay. Das mit den Regalböden, das kenne ich schon. Nichts Neues, tut mir leid. Mach hier was. Können wir nutzen. Hier sind nämlich noch, Schweinefutter, Saatgut. Ja. Stimmt, du könntest die Saatgutmaschine schon mal auffüllen. Aber die hat nur 3 Meter Arbeitsbreite. Soll ein bisschen wenig. Was? Die Saatgutmaschine. Achso. Saatmaschine. Sämaschine. Oder so. Wo steht denn die? Auf der anderen Straßenseite. Ach ja, wenn wir die nicht verkaufen und die Feather Steak kaufen?
Guck mal, was die bringt beim Verkauf. Ich schaue, ziemlich alles fertig da. Aber ich nehme mal an, dass wir so viel Geld nicht haben für den, für die Große. Ja? Die Schaffern? Ich höre dich nicht. Weil mein Sound ist ausgestiegen. Moment. Hallo? Achso, nee. Ich hatte den Sound leise. So, jetzt. Hallo? Ja. Also. So, dann hau ich mal das Stroh hier weiter rein. So, den Bergmann hast du zurückgegeben, gell? Nee, immer noch nicht. Hau den mal noch weg. Du sollst das machen. Warum? Warum? Dann sammle hier mal das Stroh auf mit dem Ladewagen. Dann gebe ich den zurück. So, Garage. Das brauchen wir jetzt eh noch für die Kühe. Stimmt, kannst du gleich einen Ladewagen hochfahren. Ich jetzt eh zu den Kühen. Und was auf dem Hof liegt, das schütte ich jetzt noch hier vor. Ordentlich. Ach, das ist jetzt noch ein bisschen. Okay. Ich glaube, den Rest muss ich wieder mit dem Kramer machen. Ja, ist ja kein Problem, mache ich. Dass wir hier ein bisschen Ordnung mal wieder auf den Hof kriegen. Sieht nämlich katastrophal aus. Lass mich das ruhig wegmachen. Du bist fertig. Ja, dann schipp das bei mir rein. Nee, ich lade es in die Ding rein. Nimm lieber von vorne. So viel kriegst du oben sowieso nicht rein. Da gehen wahrscheinlich auch nur 10.000 oder so rein. Ja. Ich lade erstmal das ab. Jo. So, und dann Sämaschine. Hast du geschaut, was die kostet? Oder was die noch bringt? Die würde 22.000 bringen. Das würden wir nicht schaffen. Oder? Nee. 60.000 hätten wir dann. Schauen wir mal. Ich kann einen Kredit aufnehmen. Kredit jetzt schon. Ich glaube, den brauchen wir noch später. 60.000. Ja, die Rapid könnten wir schon holen, die A. Rapid A. Müssten wir 16.000 Kredit aufnehmen. Aber wir haben halt im Moment nichts, womit wir Geld generieren. Das ist eher mein Problem. Mhm. Die Eier werden ja auch erst heute Abend verkauft. Okay. Dann wäre jetzt die Überlegung, was wir tun. Also wir müssen auf jeden Fall noch pflügen drüben. Das Stroh muss drüben noch weg. Wo ist steht denn der Fendt? Hier. Ich muss einfach noch gucken. Okay, warte mal, du hast was hast du gesagt, wie viel wir kriegen? 20.000. Ja. Aber das ist der Preis, der dir angezeigt wird, gell? Wenn wir den beim Händler verkaufen, kriegen wir vielleicht 30. Ich verkaufe die mal. Ah, da ist ja Weizen drin. Warum ist da Weizen drin? Hast du die schon aufgefüllt? Ja. Kannst du mit I entladen. Ja, mach ich da gerade mal. Dann lade ich jetzt mal die Rest Stroh auf. Was auf dem Feld liegt und dann können wir zusammen fliegen. Oder ich. Oder du. Oder beide. Ja. Oder gar keiner. Ja, ich fahre jetzt mal kurz zum Händler, guck, was die Sämaschine noch wert ist und dann schauen wir weiter. Aber das war's dann auch heute schon von der Folge Hof Bergmann mit dem lieben Tigerfarm. Jo, leider schon wieder. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.